Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch gerne mal wieder ein Make-up-Tutorial zeigen und zwar zu diesem Look hier. Ja, ich wünsche euch natürlich ganz viel Spaß bei dem Video. Los geht's mit dem Schminktutorial. Ihr seht, meine Haut ist gerade etwas zickig, aber egal. Wir machen das trotzdem. Ich habe halt wieder das Rosenhydrolat und mein Ebeling Make-up-Eye benutzt, um die Foundation aufzutragen. Ja, ich verteile das am liebsten so im Gesicht, weil es dadurch gleichmäßiger und natürlicher wirkt. Ja, einfach überall drauf machen, unter die Augen ein wenig. So mag ich das ganz gern. Danach habe ich das Essence All About Matte Powder genommen und habe es so ein bisschen eingearbeitet. Ich habe vor kurzem gelernt, man soll es nicht verstreichen, sondern wirklich in die Haut einarbeiten. Dann kam einfach die Eyeshadow Base zum Einsatz. Ja, ich habe mal die neue von Catrice benutzt, die ist irgendwie ganz in Ordnung. Jetzt nicht so was Überragendes, aber ganz okay. Dann den Metal Lidschatten, den es leider nicht mehr zu kaufen gibt, aber vielleicht habt ihr irgendeinen ähnlichen in so einer Khaki-Farbe. Den mag ich wirklich ganz gerne, so für natürliche Looks, die vielleicht so ein bisschen besonders aussehen. Ja, dann kam die Urban Decay Naked Palette. Da habe ich mich für Nuna entschieden. Ich glaube, so heißt der Lidschatten. Genau. Einfach ein bisschen in die Lidfalte rein und ja, so ein bisschen verblenden. Dann diesen schönen Velvet Eyeshadow von Catrice in All Burgundy. Der ist bei mir etwas zerbröselt, aber benutzen kann man ihn trotzdem einfach in das äußerste V reinmachen, damit so ein bisschen mehr Tiefe bekommt. Dann habe ich noch den ganz hellen Lidschatten in dieser Version benutzt, um einfach die Kanten so ein bisschen zu verblenden, damit es einfach nicht so hart wirkt. Ja, alles schön blenden mit dem Blendepinsel. Das ist der von Ebeling, den finde ich eigentlich auch sehr gut. Ja, und dann habe ich mich auch als Concealer eben dafür entschieden, den neuen von Essence zu benutzen. Den finde ich auch echt gut. Der ist halt so relativ flüssig, aber ja, ihr seht, der deckt trotzdem irgendwie ganz gut. Sieht nichtsdestotrotz sehr natürlich aus und die Farbe ist auch echt passend. Genau, einfach nochmal unten auf der untersten Linie ein bisschen mit dem khakifarbenen Lidschatten nachzeichnen, damit so ein bisschen mehr Pep bekommt. Also das mache ich immer ganz gerne. Und dann ja, einfach ein bisschen verstreichen. Ist wieder auch ein Ebeling-Pinsel. Genau, einfach alles schön verblenden, damit es natürlich und weich wirkt. Jetzt habe ich den Liquid Metal Kajal von Catrice benutzt. Den kriegt ihr, glaube ich, nur in Müller, ich bin mir nicht ganz sicher. Der ist auch in so einer Khaki-Farbe und ja, einfach auf die Wasserlinie drauf. Ja, das gibt einfach auch noch mehr Tiefe und definiert. Dann noch die Essence Lash Princess Mascara in der normalen Version. Ich mag die ja ganz gerne, die trennt wirklich schön die Wimpern und man kann sie halt auch sehr schön schichten, ohne Fliegenbeine zu bekommen. Und ich finde die Haltbarkeit auch echt gut. Also eigentlich ist das eine sehr gute Drogeriemascara für ganz, ganz wenig Geld. Ja, der Essence So Glow Highlighter in der hellsten Farbe, also dieser goldene, den nehme ich auch unheimlich gerne. Ja, unter die Braue, einfach auch in den Innenwinkel, damit alles ein bisschen frischer wirkt. Und der Alverde Augenbrauen-Dingens, also dieses Gel, das nehme ich auch schon seit Jahren. Ihr seht, mein liebstes Rouge hat schon Hit the Pan erreicht und ich liebe es so sehr. Deswegen ist es ja auch schon fast leer. Und dieses Blush, ja, das bekommt ihr natürlich nicht mehr, das ist aus einer Limited Edition, aber könnt natürlich ein anderes leichtes Rosé nehmen und das einfach auf die Wangen, also auf die Bäckchen geben, damit es ein bisschen, ja, ein bisschen frischer wirkt. Ja, hier dann nochmal den Highlighter, oben auf die Wangenknochen, das sieht auch immer schön aus. Auch einer meiner Lieblingslippenstifte von NYX oder NYX in der 640, eine wunderschöne, natürliche, rosige Farbe. Und fertig ist der Look. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich finde diesen Look wirklich toll und trage ihn unheimlich gerne. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir doch gern ein Däumchen hoch und bis zum nächsten Mal.